Ein riesiges Atom-U-Boot bahnt sich seinen Weg durch die eiskalte arktische See. Es ist die Kursk, der Milliarden-Dollar teure Stolz der russischen Flotte. Plötzlich ereignet sich im Bug des U-Boots eine Explosion. Sekunden später wird das Boot von einer weiteren schweren Explosion erschüttert. Der Wassereinbruch ist gewaltig, das Boot sinkt auf den Meeresboden. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Kette unglücklicher Ereignisse. Nordeuropa. Russland. 10. August 2000. Marinewerften überall auf der Halbinsel Kola rüsten sich für das größte Manöver der russischen Marine seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. 21 Uhr. Noch einmal wird der technische Zustand der Kursk auf einer Werft im Hochsicherheitssperrgebiet von Sapadnaya-Litsa überprüft. Das Boot war entwickelt worden, um Flugzeugträgerflotten der US-Marine anzugreifen. Es gehört zum modernsten, was die russische Marine zu bieten hat. Der Antrieb besteht aus zwei Atomreaktoren. Das U-Boot ist 115 Meter lang und so hoch wie ein sechsstöckiges Gebäude, mehr als doppelt so groß wie ein Jumbojet. Der Rumpf der Kursk hat eine doppelte Außenhülle und ist in 9 Abteilungen unterteilt. Damit könnte das U-Boot selbst direkte Torpedotreffer überstehen. Kapitänleutnant Dmitri Kolesnikow genießt eine letzte Zigarette, bevor er an Bord der Kursk geht. Heute ist Dmitris 27. Geburtstag und er vermisst seine Frau Olga, die er erst 4 Monate zuvor geheiratet hat. Kurz nach seiner Hochzeit zeigt Dmitri seiner Frau das Innere der Kursk. Er will, dass Olga dem Boot genauso vertraut wie er selbst. Als sie die für ein U-Boot eher ungewöhnlichen Bereiche betreten, die Sauna und den Swimmingpool, kann Olga verstehen, warum es Dmitri auf der Kursk so gut gefällt. Ich konnte verstehen, dass man sich in sie verlieben kann. Das Unterseeboot verfügt über 2 Ausstiegsluken und eine Rettungskapsel. Groß genug, damit die gesamte Mannschaft im Notfall auf einmal aussteigen kann. 21.30 Uhr. Dmitri begibt sich zurück zur Besatzung. Obwohl es sich bei der bevorstehenden 5-tägigen Mission nur um eine Übung handelt, ist die Kursk mit Waffensystemen gespickt und jederzeit für den Ernstfall gerüstet. An Bord sind 24 nukleare Marschflugkörper in Silos zu beiden Seiten des Turms. Im Bug der Kursk befindet sich der Torpedoraum. Dort bieten 6 Torpedorohre Platz für 24 Torpedos. Auch der Torpedoingenieur Mahmet Gadiev ist an Bord gegangen, um die testweise eingebauten Torpedobatterien zu überprüfen. Gadiev stammt aus Dagestan, einer Region gleich neben dem Bürgerkriegsgebiet Tschetschenien. Um 22.30 Uhr sticht die Kursk in der Abenddämmerung des arktischen Sommers in See. Freitag, 11. August. In der Barentssee, 140 Kilometer vor der Küste, ist das Manöver in vollem Gange. Die Kursk nimmt an einem Übungsgefecht teil, bei dem russische Schiffe die US-Marine simulieren. Der Kommandant ist Kapitän Gennadi Ljachin, ein kompromissloser Vertreter des alten Sowjetsystems und einer der erfahrensten Männer in der russischen Marine. 14 Uhr. Die Besatzung trifft Vorbereitungen zum Abschuss eines Marschflugkörpers. Ihr Ziel ist die Pjotr Veliki, das Flaggschiff der Nordmeerflotte. In der unter chronischem Geldmangel leidenden russischen Marine ist das Abfeuern scharfer Raketen ungewöhnlich und die Männer sind nervös. Sie wissen um die Serie geheim gehaltener Unfälle mit solchen Waffen. Los, Kapitän. Nach dem Abschuss der Raketen gleitet die Kursk zurück in die Tiefe. Sie kann buchstäblich unendlich lange unter der Meeresoberfläche bleiben, dank ihres atomaren Herzens. Die Reaktoren werden überwacht von Alexei Mityajew. Dies ist seine erste Fahrt an Bord der Kursk. Doch trotz seiner geringen Erfahrung ist sich Alexei der enormen Verantwortung bewusst.
Beim geringsten Anzeichen für einen Notfall wird von ihm erwartet, dass er sich in seiner Abteilung einschließt, um das Schicksal der Reaktoren zu teilen. Samstag, 12. August. Der zweite Seetag. Die Kursk bereitet sich jetzt auf die letzte Phase ihres Einsatzes vor. Sie wird zwei Übungstorpedos auf den feindlichen Übungsverband schießen. Es ist jetzt 11 Uhr morgens. Der Kommandant gibt den Befehl, das Torpedorohr Nummer 4 für den Abschuss klar zu machen. Die Besatzung ist gespannt, denn die Kursk hat seit 2 Jahren keinen Torpedo mehr abgefeuert. Der Übungstorpedo hat einen Durchmesser von 65 cm bei einer Länge von 11 Meter. Er wiegt 4,5 Tonnen. Die Besatzung nennt diesen Torpedotyp dickes Mädchen. Wie bei allen Übungstorpedos befindet sich an ihrer Spitze kein Gefechtskopf, sondern nur eine Attrappe, um die Waffe auszubalancieren. 11.08 Uhr. Der Kommandant beschließt, das Boot dicht unter die Wasseroberfläche zu bringen, um anzugreifen. Der Kampfverband wird auf seinem Weg durch das Manövergebiet von 6 U-Booten angegriffen. Die Kursk ist als zweites an der Reihe. 11.17 Uhr. Der Kommandant befiehlt, die Geschwindigkeit auf 6 Knoten herabzusetzen. Der Befehl wird in das Heck des U-Bootes übermittelt, wo ihn Dmitri Kolesnikow im Antriebskontrollraum entgegennimmt. Er weiß, dass das Drosseln der Geschwindigkeit der Vorbereitung auf den Torpedoabschuss dient. 11.20 Uhr. Das dicke Mädchen ist endlich in Position gebracht. Als sich die Torpedoluke schließt, wird eine elektrische Verbindung zwischen dem Torpedo und dem Kontrollsystem hergestellt. 11.27 Uhr und 30 Sekunden. Der Kommandant blickt noch einmal durch das Periskop. Die Kursk ist bereit, den ersten Torpedo auf den feindlichen Schiffsverband abzufeuern. Eine Druckwelle erschüttert die Kommandozentrale. Die Besatzung wird auf den Boden geschleudert. Giftiger Rauch dringt in den Raum. Das Schicksal der Kursk steht jetzt auf Messers Schneide. An Bord befinden sich etwa 100 Tonnen hochexplosiven Sprengstoffs, 24 Marschflugkörper und 2 Atomreaktoren. Die Kursk ist nur noch Sekunden von einem atomaren Unglück entfernt. Ein Abschuss eines Übungstorpedos auf die Pjotr Weliki vor. Als der Kommandant dieses Manöver ausführt, tritt im Bug der Kursk HTP aus einem Torpedo aus und gelangt ins Torpedorohr. Dort bildet sich eine Wasserstoffperoxidpfütze. Jetzt öffnet die Besatzung das Rohr, um die elektrischen Kontakte zu reinigen. 135 Sekunden vor dem Unglück. Die Flüssigkeit gerät mit einem Rostfleck in Kontakt und dehnt sich sofort auf ihr 5000-faches Volumen aus. Der Überdruck lässt die Ummantelung des Torpedos bersten und zerreißt den Kerosintank. Jetzt entzündet der heiße Dampf das Kerosin, welches den freien Sauerstoff verbrennt. Der so entstehende Feuerball im Torpedoraum tötet die Männer sofort. Die Druckwelle rast durch das Belüftungsrohr in die Kommandozentrale. Seewasser dringt durch das Torpedorohr ins Innere der Kursk und das Boot beginnt langsam zu sinken. In diesem Moment befinden sich 21 Torpedos direkt im Feuer. Sie sind mit 500 Kilogramm Kerosin betankt. Sobald die Innentemperatur eines Gefechtskopfes 400 Grad erreicht, explodiert er. 11.30 Uhr und 15 Sekunden. Die Katastrophe. In weniger als einer Fünftelsekunde explodieren bis zu 7 Torpedos. Die Druckwelle schlägt mit Überschallgeschwindigkeit durch die wasserdichten Schotten der Kursk und erreicht die Atomreaktoren. Doch die Schockdämpfer der Reaktoren fangen die Wucht der mit 50-facher Gravitationskraft wirkenden Druckwelle auf. Auch die Schotten dämmen diese ein. Kontrollstäbe schlagen in die Reaktorkerne und stoppen die nuklearen Kettenreaktionen. Inzwischen ist der Druckkörper im Bugbereich weit überlastet. Die Röhre aus 5 cm dicken Stahl zerreißt und Wasser schießt durch den 70 Meter langen Riss in das Boot. Nur Minuten nach der ersten Explosion liegt der Stolz der russischen Marine als Wrack auf dem schlammigen Grund der Barentssee. Für 118 Männer wird die Kursk zum Grab.
Nachdem die Leichen geborgen und untersucht sind, stellen Pathologen fest, dass der Tod für die meisten Matrosen schnell eintrat. Doch im Heck des Bootes müssen 23 Besatzungsmitglieder noch bis zu 8 Stunden nach der Explosion um ihr Leben gekämpft haben. Durch seine große Erfahrung kann sich Igor Kurdin das schreckliche Szenario eines solchen Überlebenskampfes ausmalen. Die Männer befinden sich nur 108 Meter unter der Wasseroberfläche. Sie sind ausgebildet, mit Hilfe ihrer Tauchretter aus einer solchen Tiefe nach oben zu gelangen, einer nach dem anderen, durch die Ausstiegsluken. Doch das ist gefährlich. Wenn sie nach dem Erreichen der Wasseroberfläche nicht entdeckt werden, müssen sie erfrieren. Auf dem offenen Meer aus einem U-Boot aussteigen? Sie würden in die Weite des Ozeans getrieben werden, erfrieren und spurlos verschwinden. Deshalb hofften sie noch auf ein Schiff, das über dem U-Boot kreuzen würde. Die Seeleute haben noch genügend Nahrung und Wasser. Außerdem reicht die Luft in der Abteilung noch für mehrere Tage, wenn sie vorsichtig sind. Doch bei jedem Atemzug atmen die Männer Kohlendioxid aus. Selbst bei niedriger Konzentration kann dieses Gas tödlich wirken. Um dieser Bedrohung entgegenzuwirken, ist das U-Boot mit Luftwäschern ausgerüstet. Chemischen Platten, die das CO2 aus der Luft filtern sollen. In der immer dichter werdenden Luft hängen die Matrosen die Luftwäscher von den Rohren. Kurdin findet heraus, dass das Leben der Matrosen an diesen Geräten hing. Die forensische Untersuchung zeigt, dass in Abteilung 9 ein Feuer ausbrach. In den Überresten des Brandes finden sich Luftwäscherpatronen. Kurdin weiß, dass diese Patronen explodieren und ein verheerendes chemisches Feuer auslösen, sobald sie mit Öl oder Wasser in Berührung kommen. Es wird deutlich, wie schrecklich die letzten Augenblicke im Leben dieser Seeleute waren. Die Männer wollen eine weitere Patrone einsetzen, doch in der Dunkelheit und Kälte fällt sie in das ölverdreckte Wasser. Durch eine chemische Reaktion wird Feuer ausgelöst. Dieser Brand verzehrt den Sauerstoff in der Atemluft. Die Männer atmen jetzt das Kohlenmonoxid aus dem Rauch. Sie sterben schnell. Einerseits bin ich sehr stolz auf Mitya, denn er behielt unter diesen schrecklichen Umständen die Kontrolle über sich und über andere. Andererseits denke ich, dass diese Art zu sterben besonders grausam ist. Ich finde, wenn die Zeit gekommen ist, sollte der Tod schnell eintreten. Nach der Katastrophe ließ die russische Marine alle Wasserstoffperoxid-Torpedos von ihren U-Booten entfernen. Laut der offiziellen Berichte trifft kein Besatzungsmitglied irgendeine Schuld. Niemand wird jemals genau sagen können, ob Nukleartechniker Alexei Mitajew die Entscheidung traf, die Reaktoren abzuschalten. Sollte er dies jedoch getan haben, so hat er damit womöglich ein zweites Tschernobyl verhindert. Die sterblichen Überreste der meisten Opfer konnten zu ihren Familien überall in Russland übergeführt werden. In St. Petersburg wurde ihnen zu Ehren ein Denkmal errichtet.